Ja, liebe Freunde, es geht weiter mit der 10. Ausgabe der Sommerholiday-Tour. Während der Flieger in die Luft steigt, tauchen wir ab ins Wasser. Ich besuchte den Spielenachmittag mit den Wasserspielen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft der Ortsgruppe Rammstein-Miesenbach im Freizeitbad Azur. Ich möchte euch gar nicht viel vorweg erzählen, denn dies hat Gerhard Wagner ausführlich für mich übernommen. Bitte sehr, das Mikrofon ist deins. Ja, ich bin der erste Vorsitzende der LG Rammstein-Miesenbach. Und wir haben heute Mittag hier das Ferienprogramm für die Verbandsgemeinde gestaltet. Wir haben mit 10 Leuten 10 Stationen etwa unterhalten, wo wir den Kindern das Schwimmen nahebringen wollen, auch an die Arbeit der DLRG ein bisschen heranführen können, was wir so tun, dass wir auch Leute aus dem Wasser retten im Notfall und auch versuchen, den Leuten beizubringen, dass ihre Schwimmfähigkeiten natürlich nicht so ausgereizt sind, dass sie 100% Wasser klar stehen und auch bei uns dann im Nachhinein Schwimmkurse besuchen können, auch ihre Schwimmfähigkeiten verbessern können, um praktisch Unfälle im Wasser vorzubeugen. Das ist eigentlich unsere Hausaufgabe, dass wir praktisch über das Jahr gesehen den Kindern versuchen, vom Kleinkindschwimmen bis zum Erwachsenenschwimmen, die Schwimmen erstmal nahe zu bringen, dass sie überhaupt die Schwimmfähigkeiten erwerben und dann auch nachher die Konstanz und die Kondition erlernen, um auch ihre Schwimmfähigkeiten so zu perfektionieren, dass wir nachher davon ausgehen können, dass keiner von unseren Schwimmern zumindest im Wasser verunglückt, weil im Jahr versterben etwa 488 Leute im Bundesgebiet bei Badeunfällen, auch bei anderen Wasserunfällen. Und da versuchen wir unseren Teil dazu beizutragen, um solche Ereignisse möglichst zu verhindern auch und dann die Leute zu sensibilisieren, dass man Wasser auch gewisse Gefahren birgt, obwohl es schön warm und im Sommer ist und auch abkühlend ist und auch Spaß macht. Aber die Gefahren sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist unsere Hauptaufgabe, die wir hier im DLRG Rammstein machen. Und wir trainieren mit 10 Trainern und Assistenten übers Jahr. Am Dienstag, Donnerstag und am Samstag haben wir Trainingszeiten für unsere Kinder, um denen praktisch dann wirklich dann diese Wassergefahren zu nehmen und praktisch da die Schwimmausbildung so weit voranzutreiben, dass praktisch nachher als Ende der Schwimmzeit, die auch ihr Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold erwerben können und so auch praktisch dann im Notfall anderen, die praktisch in Gefahr geraten, aus dem Wasser zu helfen und da auch Gefahren von den Leuten abzuwehren, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wie viele Mitglieder habt ihr denn hier in Rammstein-Miesenbach und ist dies alles ehrenamtlich? Wir haben 300 Mitglieder. Die LRG insgesamt hat knapp 47.000 Rettungsschwimmer, die im Einsatz sind über das Jahr, wo etliche tausende Stunden geleistet werden. Die Arbeit der LRG ist zu 100% ehrenamtlich. Die Leute opfern ihre Freizeit, teilweise auch Privatgeld, wo sie praktisch dann hier zum Training kommen und praktisch dann hier ihre Arbeit leisten, was hoch anzurechnen ist und immer halt viel Aufwand bedingt. Wir sind zum einen froh, dass wir hier am Azur Rammstein relativ gute Trainingsbedingungen haben. Das ist nicht bei allen Bädern so. Der allgemeine Tenor im bundesweiten Schnitt ist so, dass relativ viele Bäder aus Kostengründen geschlossen werden, um praktisch dann die Kommune sich von Kosten zu befreien. Hier in Rammstein ist das Problem nicht. Es ist sogar so, dass die Kommune uns Zusagen macht, dass auch nach dem Umbau des Azurs das auch hier so weitergeht. Da sind wir auch sehr froh drum, weil anderen Bädern, andere Ortsgruppen sieht es viel, viel schlimmer aus. Wir sind da in einer glücklichen Situation, dass wir von allen Seiten der Verwaltung, also auch der Politik, unterstützt werden, um unsere Arbeit vernünftig ausführen zu können und hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt. Sehr interessante Fakten und wichtige Informationen, was die DLRG betrifft. Also schaut doch einfach mal vorbei und lernt, wie man im Wasser ein Leben retten kann. Im nächsten Beitrag geht es zum Erlebnisfliegen nach Eßweiler. Das war vielleicht aufregend. Freut euch!